Schön, dass ihr vorbeischaut auf meinem Kanal Lachi. Und heute geht es um den Typen hinter mir, nämlich den Bibliothekar. Der wurde nämlich in letzter Zeit richtig verändert. Und was genau verändert wurde, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Ihr habt ja bestimmt schon mal immer die Dorfbewohnerangebote zurückgesetzt, indem ihr das Lesepult abgebaut habt und wieder hingestellt habt. Ich kann euch schon mal eine Sache sagen, das kann man jetzt nicht mehr machen. Und zwar können jetzt die Dorfbewohner aus den verschiedenen Biomen dir nur bestimmte verzauberte Bücher anbieten. Hier in der Savanne kann der Dorfbewohner zum Beispiel nur Rückstoß, Fluch der Bindung und Schwungkraft dir anbieten. Und als letztes Angebot dann schließlich auch noch Schärfe 3. Diese Tabelle zeige ich euch jetzt mal und ihr seht, es hat sich ganz schön was verändert und wenn ihr jetzt ein Reparaturbuch haben wollt, dann müsst ihr einen Sumpfdorfbewohner bekommen. Und ihr wisst ja, Sumpfdörfer gibt es nicht, das heißt, ihr müsst das alles selber machen. Hier sind wir zum Beispiel in einem Tigerdorf und ich kann jetzt schon wissen, dass ich von dem Bibliothekar hier Explosionsschutz, Verbrennung und Flamme bekommen kann. Als letztes bekomme ich aber immer Glück 2. Das ist auch ein guter Vorteil. Und damit ihr noch einen besseren Eindruck bekommt, habt ihr hier noch einmal die Tabelle, wo das Ganze drin steht. Und zum Beweis, dieser Dorfbewohner müsste mir jetzt entweder Explosionsschutz, Verbrennung oder Flamme geben. Und wir haben Verbrennung. So, jetzt handeln wir mal bis wir den Bibliothekar auf der Stufe Meister haben. Und ihr werdet sehen, dass er euch dann Glück 2 bringt. So, dafür müssen wir aber noch ein bisschen handeln. So, jetzt ist er Meister und er bringt uns Glück 2. Und das hier haben wir komplett übersehen. Es ist Explosionsschutz. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man an Reparatur rankommt. Ihr müsst nämlich zuerst einen Sumpf finden, dann darauf warten, bis Zombie-Villager erscheinen. Und dann könnt ihr versuchen, den zu heilen. Das machen wir jetzt einmal. Wurftrank der Schwäche, goldener Apfel. Dann müssen wir natürlich noch die anderen Monster hier entfernen, damit sie den Dorfbewohner, wenn er geheilt ist, nicht gleich wieder angreifen. So, und da ist der Dorfbewohner geheilt. Jetzt stellen wir ihn in ein Bett und ein Lesepult hin. Und dann sollte er gleich ein Bibliothekar werden und uns am Ende ein Reparaturbuch anbieten. Wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst ihm doch gerne ein Like und natürlich noch ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ihr kennt's, vergesst nicht noch einen Kommentar zu schreiben, damit ich... Dafür müssen wir ihn aber erstmal noch auf die Stufe Meister bekommen. Ey, wohin geht er denn? Und ihr seht, jetzt ist er Meister und wir bekommen Reparatur für 1 Smaragd von ihm. Jetzt ist euch ja bestimmt aufgefallen, dass seine Angebote ja reduziert sind. Das liegt ja daran, weil wir ihn geheilt haben. Und hier wurde auch etwas geändert, und zwar können wir ihn jetzt nur noch einmal heilen, um Angebote zu bekommen. Wenn wir ihn ein zweites Mal zum Zombie machen und dann wieder heilen, bekommen wir keine weiteren Angebote mehr. Der Preis bleibt dann genauso wie vorher. Hier sind wir in einer brandneuen Welt und es wurde auch wieder etwas Neues hinzugefügt, was wir allerdings schon aus der Java Edition kennen. Ich werde jetzt wie immer, wie man immer in Minecraft anfängt, einen Baum abbauen und ihr müsst mal darauf achten, ob ihr etwas Neues entdeckt. So, dann machen wir uns einmal Holzbretter, dann eine Werkbank, Stöcke. Ist es euch aufgefallen? Es gibt jetzt ein richtiges Rezeptbuch und freischaltbare Rezepte in der Minecraft Bedrock Edition. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Zutat entdecken,
dann bekommen wir da oben rechts eine Meldung, dass wir etwas Neues gefunden haben. Und es werden uns die Gegenstände angezeigt, die wir mit diesem Material machen können. Ich mache mir jetzt zum Beispiel eine Spitzhacke und buddel einfach mal etwas nach Stein. Und wenn ich den Stein jetzt mitnehme, dann werden mir oben rechts in der Ecke die Sachen angezeigt, die ich mit Steinen machen kann. Dieses Feature ist vor allem sehr praktisch für Anfänger, die gerade erst mit Minecraft angefangen haben. So werden denen nämlich ganz schnell die Sachen gezeigt, die man mit den Materialien herstellen kann. Ihr kennt ja bestimmt diesen wandernden Händler und wie ihr seht, ist er mit seinen Lamas nicht gerade beliebt. Aber das hat sich jetzt geändert. Noch nicht für die Wölfe, aber für uns. Hey. Keine Gewalt. Tiere. Wenn wir jetzt mal mit dem wandernden Händler handeln, dann werdet ihr schnell bemerken, dass es viel bessere Angebote gibt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Holz kaufen. Ihr seht, unsere Umgebung ist hier so ein Birkenwald mit Eichen, oder eigentlich andersrum, ein Eichenwald mit ein paar Birken. Da hinten ist zwar schon Tropenholz, trotzdem können wir jetzt bei ihm direkt Akazienholz kaufen, obwohl wir das überhaupt nicht in der Nähe haben. Und außerdem kann er jetzt zum ersten Mal auch Gegenstände kaufen. Und das ist eine super Möglichkeit, um ein paar Smaragde zu bekommen. Vor allem, wenn man gerade erst mit dem Spiel angefangen hat. Und manchmal, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr sogar eine verzauberte Eisenspitzhacke. Und die ist gerade für den Anfang sehr nützlich. Und jetzt haltet euch fest. Seht ihr das hier? Das ist Minecraft Bedrock Edition. Und ihr wisst ja, es gab noch nie so richtig gute Shader, die man auch auf schlechteren Geräten benutzen kann. Und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt wieder Shader für die Minecraft Bedrock Edition. Ihr seht es. Es funktioniert. Wir haben dynamische Schatten und noch vieles mehr. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie das Ganze funktioniert. Erstmal müsst ihr in der aktuellen Vorschauversion sein. Dann müsst ihr eine neue Welt erstellen und bei Experimente ganz runter zu Render Dragon Features for Creators. Das müsst ihr dann aktivieren. Dann braucht ihr noch ein Texture Pack, oder besser gesagt ein Shader. Den findet ihr in der Videobeschreibung, ich habe extra einen für euch programmiert. Den müsst ihr dann hier unter Ressourcenpakete aktivieren und dann könnt ihr auch schon die Welt erstellen. Und jetzt seid nicht enttäuscht. Ihr müsst erst noch in den Einstellungen gehen, dann hier runter zu Shader. Dort könnt ihr dann den Grafikmodus auf Deferred technische Vorschauversion einstellen. Und dann sollte euer Spiel so aussehen. In den Einstellungen findet ihr unter anderem auch die Schattenqualität und die Spitzenlichtqualität. Allerdings gibt es hier noch nicht so richtige Unterschiede. Eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, ist die Sichtweite für Shader. Wenn ihr die hochstellt, dann stürzt es ab. Es sei denn, ihr habt einen guten PC. Nicht so wie ich. Und bevor das Video endet, möchte ich euch noch schnell sagen, wann wir diese Funktion für das normale Minecraft bekommen. Und zwar sollte es in den nächsten Wochen das Update 1.20.30 geben. Und dieses Update wird dann diese neuen Funktionen hinzufügen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sonst habe ich nur noch eins zu sagen. Ciao!